Außer die Fledermaus, okay. Die fliegt da rein. So, tschüss. Der zweite und der dritte. Bin ich hier erstmal geschützt. Ah, super, ehrlich. Ja, stirbt mal schön. Genau. So, dann gehe ich jetzt mal raus. Versuchen wir mit den beiden hier anzulegen. Alter, kommt gleich die nächste Maus schon einfach. Ja, ich will eine Voodoo-Puppe haben und nicht irgend sonst so einen Schrott. Gehen wir wieder einen Schritt zurück. Gucken hier unten nach. Ach, ehrlich. Herrlich ist das. Damit wollte ich die Folge auch verbringen. Nach Voodoo-Puppen nochmal zu suchen. Oh. Der Ofen ist nicht mehr verbuggt. Nein, und der auch nicht mehr. Schön. Juhu. Wir haben es geschafft, Bugs zu beheben. Zumindest Pixel-Bugs oder wie man es jetzt auch immer nennt. So. Stirbt mal eben. Sag ich einfach so, stirbt mal eben. Als ob er das tun würde. Super. Ja. Alter. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Langweilige Suchen nach einer Voodoo-Puppe. Dam, dam, dam. Genau so werde ich sie nennen. Ich hoffe, ich kann mich daran dran erinnern am Ende. Ehrlich. Da werde ich sie nämlich so benennen. Ich hoffe, dass ich mich wirklich daran dran erinnern kann. Ansonsten wäre das jetzt doof. Ach, guck mal, hier sind wir schon. Kartenmap Ende. Seht ihr das? Tiefster Punkt der Erde, sozusagen. Zumindest in the world of Terraria. So. Genau, stirbt mal eben. Wo könnte denn einer dieser scheiß fliegenden Viecher sein? Tut mir leid für dieses Fachausdruck, aber ehrlich, ich bin momentan voll in Range irgendwie. Der muss doch hier irgendwo sein. Einer. Kann jetzt echt nicht sein, dass wir da einen verpasst haben und der jetzt irgendwie. Hilfe, komm ich mal nicht wieder. Da rege ich mich aber total auf. Genauso immer noch die Frage, was ist da explodiert? Also wenn du das wisst, dann schreib das mal in die Kommentare. Würde mich ja echt mal interessieren. Was ist da explodiert? Mal gucken, ob ich mich daran noch dran erinnere nachher. Dann gucke ich da mal nach. In der Folge. Und dann mal sehen. Ja, komm. Fledermäuse geht weg. So, zack, weiter geht's. Also. Helft mir mal. Sagt mir, was da explodiert ist. Und sagt mir auch mal, wie man hier am schnellsten so eine Guide-Puppe finden kann. Eine Voodoo-Puppe. Ja. So, immer noch nicht, 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 immer noch nicht. Jetzt kommt erstmal ein riesen Wurm. Ja, super. So ein blöder Knochenwurm. Ja, komm her. Bist sowieso gleich weg. Komm her, komm her, komm her. Tschüss. Das war's mit dir. War ja nicht anders zu erwarten. So. Ist hier zufälligerweise einer unten. Nein, ist nicht. Na, wie super. Also, wie oft bin ich denn hier schon gestorben? Alter. Stand hier auf Lava, bin aber zum Glück nicht gestorben. Und diese Fledermaus. Fledermaus allein schon. Das hier ist die Fledermaus. Diese komische Maus da, diese.
ich kann Feuerbälle schießen. Geht mir auch schon auf Nerven. Und zwar richtig. Und immer noch ist keiner da. Hier kommt aber überhaupt gar keins mehr der Viecher. Waren irgendwie mal nicht so selten. Wir hatten die Rate davon runtergeschraubt. Kann ja gar nicht wahr sein. Hallo. So. Weiter geht's. So, dann fliegen wir da mal hoch. Und teleportieren uns zurück, weil ich wieder in die Lava gefallen bin. Was machen wir jetzt? Also wir brauchen eine Voodoo-Puppe, um weitermachen zu können. Andererseits finden wir momentan nichts. Frage ist jetzt, was machen wir jetzt? Ja, komm. Stirb. Also unter anderem hole ich mir nochmal Munition und mache mal ein bisschen Platz frei. Und dann echt mal überlegen. Was kann man machen? Was tun? Um diese Schande aufzuhalten. Ah, wo bist du denn? Shop. Was kann man denn hier eben mal verkaufen? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Verkaufe ganz bestimmt nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir jetzt auch nicht gerade. Nein. Die brauche ich. Packe ich unten gleich in die Kiste. Gut, packe ich erstmal ein paar Sachen in die... Ach nee, ich kaufe mir erstmal Munition. Shop. Und hol mir nochmal ein bisschen Munition. Los. Schön, brav, machst du das weiter. Los. Haben wir irgendwo ein Gold? Okay. Das irritiert mich jetzt gerade, aber egal. Weiter Munition. Sind das hier... Warte, ich guck mal gleich nach, was das sind. Sind wir gleich Pfeil und Bogen? Wieder zur Hand. Wenn das Höllenpfeile sind. Und was sind es? Wie teuer sind die Kugeln? 7. 40. Ja komm, wir holen uns davon mal 250 Stück. Einfach weil wir es können. Ja, sie sind sehr teuer, ich weiß, ich weiß. Ich bin aber gerade gefrustet und das ist ein Frustkauf. Ganz einfach. So. Und Leute, das müsst ihr jetzt akzeptieren. So. Das heißt, ich hole mir jetzt gleich schönen Bogen. Und dann gehen wir damit Bogen nochmal, oder? So. Packen wir mal kurz die ganzen Sachen hier wieder rein. Damit die uns hier nicht auf den Nerv gehen. Noch 2 Kristalle. Schön. Den Rest brauchen wir ja noch. Plus fahre ich jetzt auch da rein. Nee, brauche ich. Brauche ich. Etwas? Nee. Das sind die einzigen beiden Kisten, die einigermaßen ordentlich sind. Da kommst du nicht rein. Da. Zack, die Emeralds packe ich jetzt auch hier rein. Ne, so, fertig. Noch irgendwas? Nein, das war's. Außer das kann jetzt auch mit rein. So. Haben wir hier noch einen Pfeilbogen oder haben wir den drüben? Haben wir drüben, also einfach teleportieren. So. Okay. So,
tauschen wir das erstmal gegen den ein. Dann können wir richtig schön hier Pfeile schießen. Wer schafft es ja mit den Pfeilen, den Gegner zu besiegen? Woran ich aber auch ehrlich gesagt nicht glaube. Da kam gerade was runter. Das war ein Stern. So, wir versuchen es jetzt noch einmal. Irgendwie eine Guide-Puppe zu finden. Kann ja nicht wahr sein. So, einmal runter. Lal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 a. So. Eine Fackel hin. Einmal eine Kugel machen und weiter geht's. So. Und weiter geht's. Down, down, da da down. 9, 11. Mit dem Pfeil machen wir. Jetzt, sofern wir mal treffen. 18, 20, okay. Die Fledermaus hier. Lass mich bloß in Ruhe. So, und jetzt versuchen wir nochmal. Wenn ich dir jetzt sterb, ehrlich. Dann drehe ich wirklich durch. Was soll denn das jetzt? Ja. Selbstschuld, Strafe muss sein. Verbrenne einfach. Brenne. Auf ewig. So. Wir durchforsten jetzt mal die ganze Hölle nach irgendwie was Brauchbares. Habe ich gerade einen Pilz gegessen? Ja, sauber. Sehe schon, was im nächsten Kampf passiert. Ich esse einen Pilz oder sowas und nicht keinen Heiltrank. Oh, ich sterbe. Eine Goblin-Armee kommt. Und ihr habt noch nicht hundertprozentiges Leben. Ja, sauber. Bin ich jetzt gerade wirklich gestorben? Das kann doch nicht sein. Dümmster Tod ever. Ja, wow. Na, hoffentlich kommt jetzt gleich trotzdem die Goblin an. Ja, sie kommt. Da ist sie schon. Ah, na geil. Ja, kommt gleich Massenarmee hier. Wieso bin ich denn schon wieder tot? What the hell? Das geht jetzt aber echt ein bisschen schnell, ne? Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. So, ihr verdammten Goblins, wenigstens euch lasst besiegen. Wenigstens eine Sache, spannende Sache passiert hier mal. Geht weg. Kommt. Haben wir irgendwas zum Bau nehmen? Nein. Kommt, stirbt alle. Geht alle weg. Allein besetzt die hier mein Haus. So ungefähr. Komm, los, los, stirbt, stirbt, stirbt.
Gegner. Ich gehe mal kurz ins Haus rein. Um eben einmal das Loch da zu flicken. Und zwar mit Erde. Harpune? Alter, genial. Komm, stirb. Geht weg hier. Euch mag eh keiner. Ey, ihr seid da jetzt nicht echt runtergefallen, ne? Ja, logisch, und jetzt kommt ihr nicht mehr raus. Ja, genau. Schlau von euch. So, noch schnell flicken. Dass da keiner mehr durchgeht. So. Und jetzt heißt es richtig aufräumen hier. Stirb, die kleinen Viecher. Stirb alle. So, jetzt wird hier. Alter, guck mal, der ist völlig überfordert. Hier sind tausende von Magiebällen und die haben schon alle gar nicht mit dem blauen Schweif. Weil hier so viel rumfliegt. Ja, komm. Stirbt alle. Bin ich sehr dafür. Gnadenlos alles runtergehen. Gnadenlos! Goblin-Armee ist eigentlich schon viel zu leichter Kampf, wenn man ganz ehrlich ist. Zumindest so overpowered, wie wir für die sind eigentlich. Besonders hier mit diesem freien Weg. Na, wo seid ihr denn? Brauchen wir momentan noch nicht mal mehr schießen. Werden sowieso alle getötet. Sauber. Das nenne ich Luxus. Ja, mal gucken, wie viele ich zusammenlocken kann. Ja, haben wir schon ein paar. Kommen da noch mehr? Oder haben wir das Limit erreicht? Seid ihr alle? Na gut, dann werdet ihr jetzt abgefeuert. Auf Wiedersehen. Und damit haben wir die Armee auch besiegt. Tatsächlich. Ende der Diskussion. Dam, 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 dam. Na, hatten wir wenigstens eine spannende Sache mal zwischendurch. Eine Goblin-Armee zu vernichten. 2000 Einzelteile zu zerlegen. So. Jetzt aber wieder zum Ernst des Lebens leider. Und zwar, wir müssen immer noch irgendwie eine Geldpuppe finden. Eine Voodoo-Puppe. Da, Fug. So. So, zack, weiter geht's. Hoffen wir, dass wir jetzt eine finden, ehrlich. Ich hab keine Lust mehr, danach zu suchen. Tada. La 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 la. Ich hab keine Lust mehr zu suchen, ihr könnt mich mal. Das hier ist jetzt der Höllensong. La 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 la. Komischer Höllensong. Die Hölle ist so doof, die Hölle ist so doof, die Hölle ist so doof. Die kann mich mal am Arsch, die Hölle ist doch so mega.